Ihr wollt wissen, wo die Rampe jetzt hingeht? Dann bleibt dran! Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. So, da hinten sehe ich sogar unser Kraftwerk. Wahnsinn. Cool. Wir wollten in diese Richtung uns bewegen. Und eine kleine Waffenfabrik bauen. Beziehungsweise erstmal nur die für Smokeless Powder. Da dann aber genug von, dass wir quasi alles andere haben. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie ich da gut hinkomme. Ich weiß, dass hier irgendwo auch wieder Leitungen liegen. Mein Problem ist, wenn ich genau hier lang gucke, da am Schwefel hoch, liegt halt keine. Das wäre halt optimal, von da aus weiterzugehen. Da habe ich noch keine Idee, wie ich das richtig mache. Wahrscheinlich hier so entlang, dann hier rum. Da ist was. Ja. Aber... ja. Ich habe mir aber Gedanken gemacht, was wir so brauchen. Und zwar fangen wir doch einfach mal damit an. Erstmal können wir hier unsere Seite bearbeiten. Denn Drohnen und Batterien brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen uns jetzt das vor. Und dafür machen wir erstmal Smokeless Powder. Dafür brauchen wir auch das normale Black Powder. Genau, das schreiben wir uns auch auf. Nee, das ist zu viel. Jetzt ist er wieder oben. Also, gucken wir mal. Ich habe mir was überlegt. Das sollte... oh, wo ist denn... ja, da. Und zwar... wir würden eine schöne kleine Fabrik machen, die uns am Ende... Moment. 600 Smokeless Powder raushaut, 600 Black Powder und 120 leere Kanister. Die kann man noch gebrauchen für, wie heißt der Spaß hier? Für den Turbo-Treibstoff, den wir irgendwo abfüllen müssen, um daraus dann zum Beispiel Turbo-Rifle-Ammo zu machen. Und Petroleum-Coke. 300 kämen auch noch raus. Das sind aber Sachen, die ich erstmal schreddern würde. Was bedeutet? Wir brauchen auf jeden Fall einen Schredder. Wir brauchen aber noch anderes Zeug. Und zwar Produktion. Wir brauchen ein paar Raffinerien. Nämlich die 46. Wir brauchen hier zwei Konstruktoren. Und Fabrikatoren brauchen wir. 40 Stück. Genau. Jetzt ist die Frage, ob ich da hinten in der Ecke, wo ich das hinsetzen will, gibt es da auch irgendwas, um Beton zu machen? Ah ja, nee, schon, aber doof, dann müsste ich das alles da hochbringen. Das heißt, ich kann mir auch irgendwas überlegen, wie ich Beton da hinkriege. Ja, das ist erstmal unsere kleine Einkaufsliste. Die geht eigentlich noch. Gut, dann brauchen wir nachher noch jede Menge Kupferblech und. Das heißt, ein paar Mal hin und her müssen wir da fliegen. Wir müssen irgendwie da hinkommen und dementsprechend verkabeln. Also da ist ein bisschen was zu tun. Wir jetzt erstmal shoppen. Das hier scheint ja relativ gut zu funktionieren. Ab und an fliegt hier mal so ein Filter durch. Glaube ich. Hoffe ich. Zumindest sieht das so aus, als würde es funktionieren. So. Dann einmal hier runter.
Ich habe mal so geguckt, was ich an... das kann weg. Das kann ganz weg. Den Kram brauchen wir erstmal nicht. Ja, die behalte ich erstmal. Das kann auf jeden Fall weg. Da hinten müssen wir garantiert ein bisschen sauber machen. Das muss bleiben. Ganz weg. Das brauchen wir nicht. Ja, dann nehmen wir doch mal mit. Motoren brauche ich sowieso. Also ich befürchte für... Entweder muss ich mir da direkt eine Bahn hinsetzen. Das wäre natürlich auch nicht so doof. Da musste ich mir nur einen Weg überlegen, wie ich das da hinkriege. Oh, stimmt. Beinahe. Ich brauche ja noch andere Sachen. Müssen wir auch in die Liste nehmen. Also, wir brauchen auf jeden Fall Miner Mark 3. Einmal für Kohle. Auch wenn da drei Kohlevorkommen sind, wir brauchen nur eins. Und ich brauche einmal für Schwefel. Davon ist eins da. Da hätten wir also zwei von. Und wir brauchen definitiv einen Quellenkompressor. Und hier nehmen wir dann direkt die sieben Dinger mit, die wir da brauchen. Oder hinsetzen können. Uiuiui, das wird ja immer mehr. Also das gehe ich definitiv nicht alles auf einmal mit. Ja, machen wir uns da jetzt einen Bahnhof. Ich meine, wir müssen das Zeug sowieso hin und her schieben. Das heißt, wir brauchen einen Bahnhof. Einen Bahnhof. Und fünf Frachtplattformen. Und wir brauchen natürlich Schienen. Wie viel schreiben wir denn? Komm. Nee, 100 wird nicht reichen. Schreiben wir uns mal 1000 Schienen auf. Dann würde ich auch sagen, ist das, womit wir anfangen. Weil sonst... Das macht ja alles keinen Sinn, wenn wir da nicht hinkommen. Ups. Ja. So, hier nochmal hin. Und dich weg. Dann machen wir uns erst einmal komplett leer. Erst einmal komplett leer hier. Beton können wir immer gebrauchen, das nehmen wir auch mit, das kann weg und dann ist der Container auch voll. Dann setzen wir uns auf der anderen Seite auch noch einen hin. Ich hätte auch sagen können, ich schmeiß einfach alles weg. Aber das ist jetzt ja erstmal hier nur, wir machen uns fertig, dass wir den ganzen Spaß planen können. Du weg. Macht das Sinn? Die nehmen wir vorsichtshalber mit. Das bleibt drin. Die können wir auch. So. Ich ändere das hier alles nochmal. Also, wir wollen. Kann ich das hier rausnehmen? Na, genau. Und private Notizen schreiben wir uns eben auf. Raffine. Wie. 46. Konstruktor 2. Wollte ich mir dann nicht immer raussuchen. Fabrikator 40. So. Schredder 1. Und meiner MK 3, 2. So, dann haben wir das. Dann können wir nämlich den Schredder rausnehmen, können die Raffinerien auf 0 setzen.
die hier auf 0, den auf 0, den auf 0. Quellenkompressor. Nummer 1 und Quellenextraktor. Nummer 7. So, kommen die nämlich auch raus. Jetzt haben wir nämlich alles, was wir nur für den Bahnhof brauchen. Okay, Beton haben wir offensichtlich schon mal genug. Wir brauchen Kabel. Kabel habe ich doch gerade hier vorne reingeschmissen. Ups. Die können wir auch mitnehmen. Haben wir schon mal. Das war easy. Wir brauchen deutlich mehr davon, aber das holen wir uns. Ist auch nicht so das Problem. Computer. So. Gott sei Dank nur ein Stack von dem Zeug. Das ist das falsche Ding hier. Brauchen wir auch nur einen Stack. Und den Rest, also Beton nehmen wir definitiv noch ein bisschen mit. Wir machen jetzt erstmal hier, dass wir davon 2000 haben. Das ist ein bisschen mehr. Also, wenn wir zwei volle Reihen hätten. Ungefähr so. Wäre schon mal gut, ne? 3,6, okay. Dann gehen wir hier hin. Und sagen, eins nehmen. Dann müssen wir hier auch auf 3600 kommen. Dann haben wir da auf jeden Fall genug. Und den Rest machen wir jetzt mit Beton voll, würde ich vorschlagen. Nee. Nicht voll. Auf gar keinen Fall voll. Wir brauchen nämlich... Ruckel, ruckel. Wir brauchen nämlich mindestens einen davon. Einen davon. Ach nee, das haben wir. Das haben wir sogar noch. Brauche ich nicht. Das ist jetzt doof gelaufen. Aber okay, dann haben wir das wenigstens voll. Ja komm. Dann machen wir hier den voll, schmeißen den weg und machen noch einen. Dann haben wir 3-3. Das passt. Kabel können wir noch ein paar. So. 5-mal Kabel. Den Rest machen wir jetzt Beton. Jetzt du weg. Dann wollen wir dich voll haben. So. Damit sollten wir noch ein ganz schönes Stück kommen. Es ist nur die Frage, wie bauen wir uns das am besten zusammen, weil es macht halt Sinn. Den einen Bahnhof hier wieder zu verwenden. Komm hier rüber. Komm, schaffst das. Vertrau in dich. Hier, bitte, sag ich dir. Ja. Weil wir hätten definitiv die Möglichkeit, da vorne den Spaß wieder ranlaufen zu lassen. Das sieht komisch aus von der Seite. Wir müssen in die Richtung. Wir könnten den Zug hier über den... Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wenn wir dahinter abzweigen und den Zug... Kriegen wir die Kurve hin? Die Richtung laufen lassen, dann müssten wir uns nur überlegen, wie wir ihn nachher zurückkriegen, dass er da wieder anschließt. So,
es nicht so schwer wäre, wenn man da dann eine Brücke rüber setzt, die da drauf geht. Sollen wir die zuerst bauen? Und im Moment könnte ich ja mit vorwärts, rückwärts hin und her fahren. Das wäre alles kein Problem. Hm. Wir versuchen jetzt erstmal. Zu nah an einer Weiche. Warum kann ich jetzt von da aus nicht. Da ist nicht zu nah an einer. Okay, das gibt's tatsächlich nicht. Wie lang ist hier dieses Stück? Da. Da könnte ich. Nee, das bringt doch so nichts. So, wir wollen. Wir wollen den dahin haben. Oder kann ich von hier aus direkt dahin. Oh, das wäre auch möglich. Von hier aus. Warum kann ich hier nicht anschließen? Hier muss ein Anschlusspunkt sein. Aber scheinbar geht das nicht. Okay. Dann machen wir das anders. Wenn ich von da oben so rumkäme. Wie wir das hin? Gucken wir mal. Nee, das kriegen wir nicht hin. Hier hoch ist halt. Wir hätten hier die Möglichkeit. Wie sieht denn das aus? Obwohl, das wird gehen. Dann ziehen wir dich hier lang. Dann gehst du. Strecke ist zu steil. Strecke ist zu steil. Okay. Wir setzen uns. Betonsäule hin. Oben drauf kommt diese Plattform und dann hoffen wir, dass wir von da aus die Schiene da drauf gesetzt kriegen. Von da aus. Dahin und dann wollen wir einen Bogen jetzt doch gerade eine Stelle da drauf. Okay, das würde schon mal gehen. So, und jetzt möchte ich gerne. Jetzt muss ich den Spaß möglichst gerade und da hier dran kriegen. Okay. Das funktioniert. Wo will ich hin? Die Richtung ist ganz gut. Eigentlich wäre es schön. Schaffen wir das da hoch? Eigentlich darauf und dann darüber wäre ganz gut. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier
einen Kollegen hin, der da anfängt hochzugehen. Wie gesagt, ich hoffe, dass das klappt. So, jetzt muss ich ein bisschen... Okay, das geht einfach nur mitten in den Berg rein. Das reicht nicht. Das reicht nicht. War eigentlich auch klar. Könnten gucken, ob wir so ein bisschen daneben. Na, schau mal. Hatte ich nicht einen. Eine extra für Bahn gedacht, oder? Nein, hatte ich nicht. Da können wir das machen. Ja, ich hätte gerne Schienen. Also suche ich mir die immer wieder zusammen. Du gehst auf die 7. Eins. Zwei. Auf der 3 machen wir jetzt die kleine Rampe. Ach, die ist da schon sogar. Hier ist mir egal. So passt das. Erstmal. Das hätten wir. Den Rückweg kümmern wir uns dann später. So, das heißt, ich kann jetzt die 7 nehmen. Und bis dahin. Und dann packen wir hier vorne vor. 5 dahin. Und 2 hier rüber, genau. Da reicht sogar nur einer. So. Dann gehen wir von hier aus. So. Und setzen dich so da drauf. Doppelrampe könnte ich mir da noch hinsetzen. Genau, hier, die... Die. Können wir jetzt schön hochziehen. Und dann geht es weiter. Das Schöne ist, jetzt kann ich mir da wenigstens wieder vernünftig Bauzug setzen und damit dann eben dahin fahren. Und habe auch direkt die Strecke zurück. Ich sehe nichts. Da muss ich hin. Okay. Soll ich so fliegen? Dann die Strecke direkt fertig, um das Zeug nachher auch zurückzubringen. Das wird hier wahrscheinlich jetzt richtig wobbly hin und her gehen, oder? Ja, es geht. Gleich mal zurückfliegen und Zug bis hierhin holen, oder? Komme ich mit dem hier? Bis da oben hoch? Schauen wir mal. Hallo? So. Irgendwann werde ich da auch noch mal abbiegen müssen. Das kriegen wir aber hin. Ja, das kriegen wir hin.
So, bis wohin kriegen wir die Schienen gesetzt? Machen wir erstmal bis da. So, hole ich den Zug jetzt schon mal bis hier hin, oder? Wäre ich clever gewesen, hätte ich den schon direkt voll gemacht, ne? Dann hätte ich von vornherein alles da. Das glaube ich keine Doppel. Andererseits. So, bis dahin. Wie sieht's denn aus? Wo landen wir am Ende? Wir gehen genau in den Berg rein. Aber kein Problem, das machen wir dann halt. Hier ist jetzt wieder der Punkt, wo ich nicht abstürzen sollte. So. Wollen da hoch. Fahren wir jetzt links rum? Muss ich nicht auch schon Strommasten? Die brauche ich ja nicht, wenn ich mit dem Zeug hier ankomme. Wir sitzen jetzt erstmal hier. Drei vor. Drei rüber. Das müsste ziemlich genau so auskommen, dass ich von da aus wieder. Weiter hochgehen kann. Da müssen wir anders ran. Den setzen wir jetzt schön da oben an, irgendwo so. Ziehen ihn gerade runter. Bis dahin. Und von da aus da dran. So. Da ist dann nochmal so eine Welle drin. Oh, macht nichts. Das war ja auch eigentlich die Ecke, wo ich so ungefähr hin wollte. So. Bis oben hoch. Und weiter geht's. Da dürfte Eisen liegen, auch schön. Warum aber gar nicht? Ich war kurz am Überlegen. Ich habe das tatsächlich mal ein bisschen vorgeplant. Ja, ich weiß, kennt man nicht von mir. Ich war kurz am Überlegen, den Spaß so zu machen, dass ich alle weiteren Produkte, die man so braucht, ne, also sowas wie Eisenstangen für Rebars, damit man daraus dann wieder die Explosive Rebars machen kann. Den ganzen Spaß einfach so vorweg zu mitzubringen oder die darüber zu bringen und von da aus dann weiter zu verbauen. Also direkt alles an einer Stelle. Nachdem ich mir die Liste angeguckt habe, was das alles wäre, wie viel, habe ich mich dagegen entschieden. Vor allem so, wie ich es erst geplant habe, waren es nur kleine Mengen. Das heißt, ich hätte quasi einen Container so halbwegs voll machen können und dann mal gucken. Warte, nicht noch eine rote Schnecke. Violette, meine ich. So. Wenn ich jetzt hier hingehe. Den mache. Den mache und dort direkt die Doppelrampe wieder dran setze. Bitte dahin. Ach, guck mal. Ja, das ging ja schnell. Da ist schon wieder das Autosave. Ja, also die Einzelteile dahin bringen und dann da hinten alles auf einmal bauen, wäre wohl auch halbwegs gegangen. Mein Problem. Das ist halbwegs. Wäre vernünftig gegangen. Nur wie gesagt, ich hätte halt allen möglichen Shit da hinbringen müssen. Und das habe ich mir gedacht, nee, das machst du lieber nicht.
anstatt 700 Produkte. Ich hätte noch einen weitergehen sollen. Das werden wir auch tun. Hier noch einen weiter hoch. Ja. Du weg. Und anstatt hallo? Nein, PC, ich möchte Teams nicht öffnen. Warum sollte ich? So. Anstatt halt X Produkte dahin zu bringen, hole ich lieber ein Produkt zurück und baue den Spaß hier unten bei uns. Vielleicht, ob ich das weiter dann auch mit dem Zug mache, weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich auch hin und mache das einfach mit einem mit einer Drohne. Aber auch das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. 3 ist falsch. Nehmen wir die 1. So. So. Und so. Dann den. Da muss ich jetzt mal gucken. Es gab doch hier diesen Punkt. So. Müsste das auch schön geradeaus gehen. So. Das könnte klappen. Das könnte klappen, dass wir hier schön hochkommen. So übel ist das schon nicht mehr. Nee, malen will ich nichts. Ja, geht da mittendurch, weiß ich, aber... Was ging das jetzt hier immer? Muss der Zug sich mal ein bisschen quetschen. So. Dann können wir hier auch den abreißen, den abreißen. Den abreißen brauchen wir hier nicht. Da oben war auch, glaube ich, irgendwie Absturzstelle oder Schnecke. So. Okay, da ist Absturzstelle. Und war da bestimmt Schnecken. Hier ist Sem-Erz. Okay. Warum habe ich denn da einen Weg hingebaut? Braucht man da noch gar nicht. So. Die Richtung ist ja jetzt auch schon mal. Ne? Guck mal, wir sind ziemlich genau auf Kurs für die. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich würde vorschlagen, wenn ich hier oben angekommen bin, so, wenn ich hier oben angekommen bin, dann das liegt ja richtig gut. Dann hole ich auch den Zug hier hoch. Ne, ein paar Meter noch vorgehen mit der Flanke hier. So. Du kommst dorthin und gehst dann von da aus weiter bis da vorne. So, weil dann steht der hier auch und fährt nicht rückwärts wieder runter oder sowas. Dann sind wir schon mal hier. Jetzt muss ich. Wie weit muss ich denn eigentlich? Also ein ganz schönes Stück. Ich muss hier durch dieses komplette Biom. Macht das Sinn, hier rüber zu gehen? Und dann da hinten lang, weil da gehen wir da runter. Andererseits, wir könnten auch direkt hier vorbei. Oh, hier sieht eigentlich auch ganz gut aus. Hier oder hier. Das können wir natürlich auch machen. Ich muss mal eben da angucken. Das Ganze. Da aus.
darüber. Ich ziehe den einfach erstmal gerade weiter, soweit es geht. Und dann schauen wir. Wäre halt die Frage, erst den Zug hochholen oder erst die Strecke weiterbauen. Wenn ich hier jetzt eben den Zug hole, dann habe ich ihn hier oben. Da hätte ich schon mal das ganze Gedönse da, das ich brauche. Ich würde hier echt helfen. Das ist noch die Frage. Ich könnte dann auch direkt sehen, ob der voll beladen hier hochkommt. Jetzt. Und das ist jetzt hier runter zu springen und da lang zu gehen. Das sind gerade alles wichtige Fragen. Na komm, wir ziehen erst die Strecke zu Ende. Und dann, wie gesagt, da hauen wir da hinten ein bisschen Smokeless Powder raus, ein bisschen Black Powder. Da brauchen wir ein paar viele Teile für, aber das ist eigentlich so, so wild ist das gar nicht. Am Ende. So. Gasmaske habe ich auf, Filter habe ich dabei. Ist doch ganz gut. Wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir hier mit dem Spaß kommen. Das ist ja im Prinzip eine schön gerade Strecke, die wir hier machen. Jetzt haben wir nur hier Hermes im Weg. Hermes bekommt ja, Hermes muss noch einen höher. Es stört gerade. Aber geht eigentlich. Da kommen wir mit aus. So, du gehst mal eben da hoch und von da aus schön geradeaus weiter. Einmal durch. Aber das sieht mir hier aus, jetzt müsste ich auch noch mal ein bisschen hochgehen. Ja, wir ziehen das hier einfach als als blöde Strecke lang. Gerade einmal durch. Können, wie ich das da unten schön lang ziehe, aber mein Gott. Schön machen wir ein anderes Mal. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Das ist ja toll. Die scheinen ein paar Festplatten rausgenommen zu haben. Weil, wenn ihr euch an meine wunderbaren Festplatten sucht,
Folgen erinnert. Ich habe 97 Stück daraus geholt. Jetzt gibt es auf einmal nur 93. Das bedeutet aber, wir können tatsächlich diese Turbotreibstoff und ich glaube Compacted Coal Geschichte nochmal erforschen, ohne dass ich mich über die verlorenen Festplatten ärgern muss. So, und weiter geradeaus. Da vorne. Das sieht ja auch gut aus mit dem Pin. Also das haben sie schön gemacht, dass man halt gut finden kann. Da wollen wir hin. Ja, wir gehen ein bisschen zu weit rechts davon entlang. Dann brauche ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen, wie wir da hinkommen. Ich fahre einfach schön hier entlang. Und dann werde ich zwischen den Folgen einfach mal den Zug bestücken, weil das ist halt auch wieder so eine halbe Folge oder sowas, wo wir nur hin und her fliegen und das Zeug da reinpacken. Nein, das hier ist jetzt gerade nicht viel spannender, aber irgendwie muss ich das Zeug ja da hinkriegen. Und ich glaube, das kriege ich nicht alles in mein Inventar rein. Und bring den dann dahin. Guck, dass wir jetzt irgendwie hier bis zum... Also bis dahin kommen, dass wir den Bahnhof bauen können. Natürlich das Schönste. Ich glaube, ich mache das so, dass ich ab hier das Ganze einfach ein bisschen beschleunige, ein bisschen Zeitraffer gebe oder einmal schnipsen. Nee, schnipsen ist nicht gleich. Ich schnibbel das kurz. Und dann sehen wir uns gleich am Bahnhof wieder. So, da sind wir. Maus, hallo? Okay. Jetzt gehen wir hin und setzen uns schön hier unseren Bahnhof dran. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen hier noch einen vor. Und dann... Ich glaube, 5 breit war da. Aber wir wollen das ja mittig haben. Das wäre ja. Das wären 5. So. Ist ja gut, ist ja gut. Leg dich ab hier. So. Hier hätte ich jetzt gerne. Nein, Transport ist das doch. Eine Frachtplattform. Die kann ich erst dann stellen. Muss in einer Reihe mit einer anderen Plattform. Okay. Ist ja gut. Die sind 2 lang. Wir haben gesagt 10, dann brauchen wir 12. 4 haben wir. Machen wir das jetzt eben. Fünf. Sechs. Sieben. 8, 9, 10, 11 und 12. Hier vorne kommt der Bahnhof hin. Und zwar auch genau so. Wir sind jetzt auch wieder mittig, ne? Sieht so aus, ja. Ich erst darunter, um den... Erstmal die Bäume weg. Okay.
Bäumchen weg. Komm her, Schnecksche. So, noch ein Bäumchen. Ja, komm hier. Bäumchen weg. Und wir sind hier direkt über den Krater. Über den Krater, genau. Ach ja. Wir kommen hier hoch, wir kommen hier hoch, wir kommen hier hoch, wir kommen hier hoch, wir kommen hier hoch. Da Richtung. So, schön. Bahnhof. In die Richtung. Zwei da, einmal Mitte. Das. Frachtplattform. Welcher Seite wollen wir die Dinger haben? Beschlüsse sind da. Warum fehlen Motoren? Ich habe doch gerade alles eingepackt. Ich habe aber keine Motoren eingepackt. Warum habe ich die denn gerade nicht gesehen? Ich habe doch die Liste voll gemacht. Es ist ein bisschen dämlich. Breda C. Nein. Was machen wir denn hier? Komm, dich benennen wir als erstes mal um. Du hast keinen Strom, das ist mir auch klar. Du heißt. Bum, bum, bum. Kaboom One. Kaboom One ist gut, oder? Wenn ihr bessere Ideen habt, schreibt sie mir. So. Einfach, damit wir hier wenigstens schon mal bis nach Kaboom kommen. So. Das mit den Motoren ist echt ärgerlich. Ja, ich habe hier gar nicht mehr Schweden. Gut. Dann muss ich wohl Motoren holen. Dann kann ich aber auch direkt den Zug voll machen. Jetzt ist die Frage. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass hier mehr Platz ist. Ich glaube, ich mache die. Genau. Das ist. Wir können ja eben darüber reden, wo wir das genau hinhaben wollen. Ich stelle mich mal eben auf Kaboom 1. Schön hier so am Ende. Könnte ich Kaboom 1 eigentlich? Kriege ich das hin, dass ich den jetzt hier umdrehen lasse und da wieder auf die Schiene? Dann muss ich mir nur hinten was anderes einfallen lassen, wieder zurückkommt. Aber das ist auch nicht das große Ding. Meine Signale und so, das ist alles nochmal ein anderes Thema. Ja, das dürfte ich sowieso noch nicht anschließen. Das muss ich also noch mal extra machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich leite einfach den Zug hier an der Seite wieder zurück. Also hier so. Ja, machen wir. Drei. Dann zurück. Und dann da vorne irgendwie wieder drauf. Können wir das jetzt soweit schon mal machen? Wir müssen jetzt hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vielleicht muss ich noch einen weiter. Gucken wir mal. Probieren wir jetzt eben aus. Zeit haben wir ja noch. Machen wir uns wenigstens da schon mal Gedanken drüber. Wir ziehen dich bis. Dahin. Und dann ziehen wir dich. Und das wird genau gehen. Ich hab das doch auf der 7 verdreht. So, dahin. Dann hätten wir hier dieses schöne. Ne? Ja, ist eine gute Idee. Dann geht das hier wieder zurück. Wir lassen dich mal. Dort fahren. Ja. Blauer.
So. Wo ist von hier aus gesehen der nächstmögliche Anschlusspunkt? Da. Den will er aber nicht. Zu scharfe Kurve. Nehmen wir dich dahin. Jetzt ist er zu scharfe Kurve. Warum ist das hier eine zu scharfe Kurve? Pass auf. Na, anders. Wir nehmen dieses Stückchen hier raus und teilen uns das einfach nochmal auf. Dann nehme ich von... Nee. Und da geht das nur bis da. Und dann hier. Und dann, Quatsch. Da können wir nämlich da locker dran. Easy. So. Das heißt, wir können hier diese Runde machen. Das wird jetzt, naja, signaltechnisch alles ganz doof, weil wir haben keine Signale. Wahrscheinlich wird jetzt da hinten alles gerade kaputt gehen. Aber das werde ich jetzt herausfinden. Und ihr seht die Lösung in der nächsten Folge, wenn ich wahrscheinlich mit dem Bauzug hier stehe. Das ist doch ein Plan, oder? Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Äffchen.